Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Final Fantasy X, wo wir im Berg Gagazet erstmal weitergehen. Runter ins Wasser. Oh je. Erstmal nur klauen, bitte. Lebensquelle. Finde ich gut. Ach komm, nochmal. Weil es so schön war. Verdammt. Und du auch. Ich hätte beim anderen klauen sollen. Egal. Aua. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich liebe Zauberturbo. Fehlt nur noch geringerer MP-Verbrauch und dann wäre es perfekt. Dann wäre es perfekt. So, mach zumindest einen alle. Dann ist der schon mal weg. Ach nö. Juni, wir brauchen dich mal. So, Weißmagie Engel. Natürlich. Jetzt kontert er jeden Schlag. War Walker schon dran? Nee, ne? Aber ich glaube, so ein Schlag macht auch nicht allzu viel jetzt. 1300 geht. Zumindest für Walker. Und du verteidigst einfach. So. Wie er einfach mal 9000 abgezogen hat. Einfach so. Und ich muss nach jedem Kampf heilen. Das gefällt mir nicht so gut. Man will ja auch nichts riskieren. So, wo als erstes hin? Bisher scheidet sich der Weg noch nicht, aber ich glaube, das tut er gleich. Oder? Wir hatten hier doch verschiedene Abzweigungen. Soweit ich mich da zumindest erinnere. Genau. So, und hier haben wir ein kleines Farbenspielchen. So, Gagazet, zweite Prüfung. Drücke die Knöpfe, die sich in den Löchern befinden. Suche die zur jeweiligen Größe des Lochs passende Person. Hier kann man sogar nach der Farbe auf dem Sphärobrett gehen. Das wäre für sie grün. Für Tides blau. Und was so aussieht wie rot, ist dann orange. Passt. Ne? Alles richtig gemacht. Alles gedrückt. Okay, dann können wir wieder zurück. Inwiefern sich das gelohnt hat, erfahren wir gleich hoffentlich. Ah, dazu müssen wir erstmal schwimmen, schwimmen, schwimmen und schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Na, wer kennt's? Müssten eigentlich viele kennen. Und wenn nicht, dann schämt euch und guckt den Film. Ich bin recht froh, wenn ich gleich wieder aus dem Wasser raus bin. Damit die anderen wieder da sind. So. Gut. Wieso hat Tides eigentlich so wenig HP? Das gefällt mir nicht. Aber nun gut. Wir könnten jetzt hier hochgehen. Da geht es aber, glaube ich, weiter. Also geht es mal wieder zuerst zurück. Und zum Speichersphäre-Ruinen. Oh mein Gott. Hi. Ich werde sterben. What the fuck? Ich werde sterben. Okay. Okay. Ich habe alles im Griff. Alles im Griff. Ich, Vitra. Ach komm, Vigra. Scheiße. Ich dachte, er kommt erst später. Lass ihn in Ruhe, bitte. Und ich möchte ihn fangen.
Ich möchte ihn so gerne fangen und klauen. So, jetzt muss ich gut überlegen. Was will ich jetzt zuerst machen? Vorsicht vor der Attacke aufspießen. Okay, 23.000. Nehme ich mal so hin. Bitte konter nicht mit irgendwas. Das hatte ich nämlich auch so ein bisschen im Gedächtnis, dass der mit irgendeiner bösen Attacke kontert. Oder das war nur in Final Fantasy 9 so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber wird schon. Wird schon. Konnte Kimari nicht auch was lernen? Das wäre super. Das wäre echt spitze. Probier's mal. Ha! Totalabwehr. Super. Attacke! Tut mir nicht weh. Aua. Okay, wir lassen andere auch mal im Kampf teilnehmen. Besser ist das. 3000 hat er noch. Oh! Fast. Wir haben ihn fast erledigt. How many stakes you think we can get out of these? Okay, Walker. Alles wird gut. Gefangen! Sehr gut. Und dann auch noch Totalabwehr gelernt. Finde ich noch viel besser. So viele S-Level. Guti gut. Wunderbar. Toll. Speichersphäroid. Genau. Erst Sphärobrett, dann speichern. So, du gehst hier lang. Vielleicht gehst du dann gleich nach unten. Ach nee, ist ja nur HP. Du gehst trotzdem ein bisschen nach unten. Fände ich ganz schön. Ahnen. Okay. Dann lernst du halt Ahnen. Du gehst dafür hier hin, lernst den Rapid-Schlag und kannst gleich mal einen Level 3 Sphäropass benutzen. Davon haben wir noch 7 Stück. Und wir legen den Weg frei. Zum Abgeben. Und können dann hier lang. Hier ist noch ein Dreier und sind dann bei Orans Weg. Okay. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Ah, hier werde ich wohl... Das werde ich wohl nicht hinkriegen, weil ich einfach keine Level 4 Sphäropässe habe. Zumindest nicht genug. Deswegen werden wir das erstmal auslassen. Werden dann, wenn es soweit ist, einen Rücksphäroiden oder sowas benutzen. Und gehen dann erstmal den Weg, den wir lang gehen wollten. Ich glaube, das können wir dann aber auch vergessen, weil wir keinen Glücksphäroiden mehr haben. Jedenfalls gehen wir dann... welchen Weg gehen wir denn dann? Wir könnten hier lang gehen. Und hier... Für sie gibt es hier 3000 Wege, weißt du? Was lernt sie hier? Bestechen ist auch gut. So, aber ich will, glaube ich, erst hier oben lang auf jeden Fall irgendwie. Genau, dann geht sie jetzt erst hier runter. Darüber. Hier rum. Und dann hier so rein. Irgendwie. Wird schon richtig sein. Wir kriegen das schon hin. Rikus Weg ist ein bisschen anstrengend manchmal. Und mit manchmal meine ich häufig eigentlich. Aber nun gut, so ist das. Ist ja nicht umsonst das Profi-Sphärobrett. Das war die falsche Taste. So, Zeit für den nächsten Level 3 Sphäropass. Oh Mann. Die gehen schneller weg als warme Semmeln. Aber, nun gut. Speichern wir noch einmal. Das war eigentlich nicht der Speicherstand, den ich überschreiben wollte, merke ich gerade. Hoffen wir, dass mit der Aufnahme alles in Ordnung ist. Jetzt kann ich hier lang. Zu noch einem Kampf. Warum auch nicht? Ich will die Kiste. Gib mir die Kiste. Sternenschutz. Was war das denn nochmal? Ich glaube, das war etwas für unsere Juni. Oder auch nicht. Okay, dann gucke ich mal über die Items, bevor ich mir hier einen Wolf suche. Hier ist es schon mal nicht, wie es scheint.
Also gucke ich in der Ausrüstung. Ich will nicht ordnen, ich will angucken. Kann ich nicht. Dann weiß ich auch nicht. Ich will jetzt wissen, was Sternenschutz ist. Da, Sternenschutz. Ach so, okay. Okay, ich weiß jetzt, was das ist. Ein anderer Weg müsste jetzt auch frei sein. Da! Also manchmal treibt mich die Häufigkeit der Kämpfe ein bisschen in den Wahnsinn. Hier kann ich jetzt auch lang. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es hier ein drittes Rätsel gibt oder einfach nur Schätzchen. Das werden wir ja gleich sehen. Ich meine, es waren nur Schätzchen. Sogar zwei. Ein Rücksphäroid, das ist sehr schön. Und ein Vitalring. Ich habe Yuna nicht dabei. Näh. Und wieder zurück. Das sage ich heute oft. Aber es ist so. Was soll ich da machen? Ich kann euch ja nicht anlügen. Aber ich denke, wir können jetzt auch endlich hier rausgehen. So, Vitalring. HP-Generator. Was macht das denn? Was war das? Was war HP-Generator? Weiß ich nicht mehr. Wir machen es einfach mal. Genau. Wir machen es einfach. Hier wird nicht lang gefackelt. Wir tun es. Oh mein Gott. Hallo. Teufelspudding, wenn ich mich recht entsinne. Oh ja. Physische Attacken kaum wirksam. Keine elementaren Schwächen. Klingt super. Sternenschleier, sehr schön. Ich möchte ihn aber gerne mit physischen Attacken den Garaus machen. Denn so kann ich ihn fangen. Ich glaube, der hat auch ziemlich fiese Attacken drauf. Und eins seiner Augen ist rot. Und das andere ist schwarz. Und alles zieht ihm nur die Hälfte ab. Das ist nicht sehr schön. 416, wow. Magische Attacken ziehen ihn auch so ziemlich gar nichts ab. Aber wir kriegen das schon hin. Mal sehen, was wir von dir klauen können noch. Ah, leider nichts mehr, wie es scheint. Da hatte Riku Glück gehabt. Kimari aber nicht so. Ja, zieh mir alles ab, du Arsch. So, du verteidigst bitte, damit Oren ihn hoffentlich nach 20 Schlägen fertig machen kann. Ja, komm, mach. Es ist zu wenig. Es ist zu wenig. Dann wende ich gleich mal Hastgar an. Damit dieser Pudding zumindest nicht so oft dran ist. So, rauf da. Gravitas, ja, okay. Das geht ja noch. Fangt den Teufels... Oh. Mist, nicht drauf geachtet. Fangt den Teufelspudding, los. So, und du greifst diesmal richtig an. Mach nicht zweimal denselben Zauber. Wie viel hat er noch? 7000. Los, 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 los. Nein. Los, 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 los. Attacke, 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 Attacke. Attacke. Auf die Mütze, auf die Mütze. Ich will dich fangen. Ich hasse dich.
Kann Kimaui Himmelswind? Ja, kann er. Okay, das wollte ich nur nachschauen. Nachschauen wollte ich das. So, 5000 hat er noch. Ich habe nur noch 2. Oh Gott sei Dank. Kimari. Mach mal hier Albeck-Medizin. Und das gleich ein paar Mal mehr, bitte. Das ist halt wirklich... Oh, das Vieh hat halt kaum Schwachstellen. Nützt der eigentlich Panzerbrecher was? Probieren wir es aus. Ach nee, keine MP. Arschgeige. Deswegen ist das auch der Teufelspudding. Er ist der Teufel in Person. Komm, viel ist es nicht mehr. Viel ist es nicht mehr. Nein. Mach doch nicht sowas mit mir. Er will mich verarschen. Was kann ich denn sonst mit dem machen? Nee, mit Bestia will ich nicht angreifen. Ich will ihn ja fangen. Aber ich glaube, der macht jetzt ständig Himmelswind und Gravitas und Tasse nicht gesehen. Obwohl er gar nicht dran ist, oder? War er dran? Nee. Wir müssen ihn schnellstens besiegen. Ich hasse dich. Der heilt sich bei jedem Mal mehr. Verlangsamt einen Gegner. Überrascht Gegner mit flinken Hieb. Er kann rauben? Habe ich ganz vergessen. Immun, natürlich. Was machen wir denn? Hier, Panzerbrecher. Geht das? War das jetzt was? Ja, das war was. Geht doch. Hätte ich von Anfang an mal machen sollen. Aber, naja. Passt schon. Ich bin halt manchmal nicht so ganz bei der Sache. Ah, dafür hauen wir jetzt hier ab. Hoffentlich kommt da oben noch ein Speichersphäroid. Das wäre sehr nett. Ich habe auch keine Lust, mich ständig übers Menü zu heilen. Und hast du nicht gesehen, jetzt geht er lang. Aber irgendwann muss das mal sein. So. Für dich auf jeden Fall und für dich und für dich. Und alle durch. Upon us soon. She has sent fiends to test our summoner's strength. Who is she? Unaleska. Lady Unaleska! In Xanarkand, she awaits the arrival of the strongest. She is still alive? As much as Micah and Seymour. I see. Lost your nerve? No. Nothing frightens me now. Braska would be proud. Then I must not let him down. Wovor soll sie noch Angst haben, nach dem, was hier alles passiert ist? Und da hinten wird das Ganze rot. Das macht mir ein bisschen Angst. Und ich glaube, wir müssten jetzt doch alle Monster vom Berg Gagazet gefangen haben. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. So, wo gehe ich hin mit dir? Ach ja, wir wollten runter. Benutzen aber erst noch Kraftsphäroiden, wovon wir wieder en masse haben. So, erstmal runter bewegen. Und noch mehr HP abstauben. Juhu.
So. Der Plan hier war ja erstmal weiterzuziehen. Gut, dass ich so viele Level 3 Sphäropässe geklaut habe. Wirklich, wirklich gut. Na, du sollst da hoch. Abgeben. Ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Ich glaube, er gibt dann seine Ekstase an einen Mitstreiter ab. Werden wir aber gleich nochmal uns genauer ansehen. Ich meine aber, das war das. Abilities, Tidus. Wo ist es denn? Abgeben. Gib die eigene Ekstase-Energie mit Schalter ab. Ha! Mein Erinnerungsvermögen, ne? Wenn das mal in der Berufsschule so gut funktionieren würde. So, wo... Oh Gott, so viele Speicherstände. Und den wichtigsten habe ich auch noch überschrieben. Aber gut. Weiter geht es. Und hierauf habe ich diesmal keine Lust. Ganz ehrlich, wirklich. Ich habe wirklich keine Lust. Deswegen holen wir jetzt Kimari und Horn ab. Tschüss. Und ich glaube, ich sollte meine Waffen wechseln. Zumindest diese hier. Durchschlag, Hitzeschlag, Stromschlag, Gift und Blind. Durchschlag, Giftschlag. Nehmen wir das. Das bleibt so. Das nicht. Nässeschlag, weiß ich nicht. Präventivschlag vielleicht. Konter, Medizinkunde. War, glaube ich, so, dass die Heil-Items doppelt so viel heilen. Aber wann heilt die das mal? Gemachschlag, Giftschlag. Ich bin für... Konter. Das bleibt, das nicht. Steinschlag, Ausweichkonter ist auch ganz gut eigentlich. Ich nehme das. Ich würde sagen, wir sind für den nächsten Kampf ganz gut gewappnet. Aber den sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.